Das Thema Sattel beim Islandpferd ist ja immer ein großes Thema und es stößt auf ganz, ganz viel Interesse. Deswegen zeigen wir euch heute, wie wir eine Sattelanpassung vornehmen. Mit der Firma Hilber Sattelmanufaktur Bark arbeiten wir schon sehr lange zusammen, denn wir finden dadurch, dass die Firma Hilber ganz, ganz viele Modelle hat, ist für jedes Pferd das Passende dabei. Und, dazu erzählt die Sarah nachher noch was, es gibt eine super Anpassungsmöglichkeit, ganz schnell und vor Ort, um den Sattel auch schnell und gut dem Pferd anzupassen. Wenn man den Sattel nicht direkt super anpassen kann, dann haben wir auch noch Sattelpads. Die Sarah, die erklärt euch jetzt und zeigt euch einmal, wie so eine klassische Sattelanprobe vonstatten geht. Wir haben den Sattel schon im Vorfeld für unsere Kundin, das ist hier die Auswahl, die haben wir gerade verkauft, und für unsere Kundin, die Besitzerin von der Auswahl, ausgesucht. Also er passt ihr auf jeden Fall schon mal und wir haben uns gedacht, dass der schon ganz gut auf die Auswahl passt, der Sattel. Aber natürlich sind da noch einige Feinheiten zu verändern und das erklärt euch die Sarah jetzt. So, wir haben hier die Auswahl. Dann schauen wir uns erstmal an, wie ist der Rücken bemuskelt, wie groß ist die Sattellage überhaupt. Dann kann man hier schauen, sieht so ganz gut aus. Dann gehen wir bis zu dem 18. Brustwirbel, der ist ungefähr hier. Dann schauen wir, dass wir hinter dieser Linie bleiben müssen, weil alles, was weiter nach hinten geht, zu viel Druck auf die Lende geben wird und wir müssen hinter diesem Punkt bleiben. Dann schauen wir, die Silke hat ja schon den passenden Sattel dafür ausgesucht, wie das aussieht. Das ist jetzt das Modell Innovation. Das passt so auch schon mal sehr gut auf unsere Stute hier drauf. Gucken wir wieder, schauen nach. Liegt auch genau hinter der Linie. Die Auflagefläche ist gut für die Stute. Dann schauen wir vorne nach. Wie ist sie von der Kammerweite her? Das ist auch gut aus. Kann man hier schauen, kriegt man die Hand drunter. Es ist genug Platz. Wie sieht der Kissenkanal aus? Da ist auch genug Platz für die Maus. Schauen wir noch einmal von hinten. Da liegt der Sattel überall gleichmäßig auf. Das ist auch immer was sehr Wichtiges. Andere Seite auch nochmal. Fühlen hier nochmal nach. Das ist gut. Dann müssen wir immer einmal schauen, wie ist der Schwerpunkt, wie ist der Gleichgewichtsschwerpunkt von Pferd und Reiter. Wir wollen immer gucken, man stellt sich das vor, es gibt hier eine Linie und hier. Da müssen wir sein, hier muss unser Schwerpunkt sein. Da kann man ganz gut sehen, der Schwerpunkt ist jetzt hier, der ist zu weit hinten. Jetzt haben wir die Möglichkeit, Filzkeile in das Kissen unter den Sattel einzubauen, sodass man sich das so vorstellen kann, dass der Sattel dann so ist. Wenn man sich jetzt wieder diese imaginäre Linie hier vorstellt, haben wir den Schwerpunkt weiter vorne und dann sitzt der Sattel so, wie er soll. Und das zeige ich euch jetzt, wie ich das mache. Das sind diese Filzkeile, von denen wir gesprochen haben. Die bauen wir hier unten in das Kissen einfach ein. Und damit ist der Schwerpunkt ein Stückchen weiter vorne, als er eben war. Eben hatten wir einen Sattel, der etwas zu breit in der Kammer war. Den bauen wir jetzt vor Ort etwas schmaler. Dafür klemme ich den Sattel hier in unserer Kammer-Einstellmaschine ein. Dann wird er einfach hochgepumpt, bis die Maschine den oben greift. Bis ich einen gewissen Widerstand merke, dann weiß ich, ich bin am Kopfeisen angekommen jetzt. Und dann kann ich nach Gefühl gucken, wie groß die Kammer sein muss, stelle die schmaler, löse sie wieder aus unserem Gerät. Und habe eine Kammerweite kleiner eingestellt. Und genauso geht das auch in die andere Richtung. So, ich habe jetzt hier den Sattel ein Stückchen weiter gemacht und jetzt haben wir wieder unsere imaginäre Linie hier. Dann liegt der Sattel im Schwerpunkt und so ist er so, wie er liegen soll. Ja, Sarah, super, vielen, vielen Dank. Gerne. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal, wenn wir Sattel anpassen. Ich auch. Wenn euch was noch interessiert, was ihr noch wissen möchtet über Sättel, dann schreibt uns gerne unten in die Kommentare. Wir beantworten euch gerne alle Fragen über Islandpferdesättel. Then we believe in happy horse owners and for your horse we care.